Einleitung. Das Ziel. Das Hauptziel dieses Kurses ist es, den Xlibris-Ansatz zum Codesign von Bibliotheksdienstleistungen und dessen Anwendung vorzustellen. Der Xlibris-Ansatz unterstützt Bibliothekare und Bibliotheksnutzer dabei, ihre Ideen bezüglich Nutzertraining, In-Service-Training und neuen Bibliotheksdienstleistungen zu definieren. Dieser Ansatz hilft dabei, von einem benutzerzentrierten Design hin zu einem Codesign von Dienstleistungen gemeinsam mit den Nutzern zu kommen. Der Hintergrund. Der Xlibris-Ansatz soll die Bedürfnisse und Ideen von zwei Hauptgruppen ansprechen. Bibliothekare als Dienstleistungsanbieter und Zielgruppe für In-Service-Trainingsprogramme und Bibliotheksnutzer als Dienstleistungskonsumenten und Zielgruppe für Nutzertrainingsprogramme. Der Xlibris-Ansatz wurde unter Nutzung einer großen Bandbreite an Instrumenten und Methoden im Rahmen des Xlibris-Projekts entwickelt. Das Xlibris-Projekt ist eine strategische Partnerschaft in der Erwachsenenbildung im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms. Finanziert wurde es durch die Europäische Kommission mittels der türkischen Nationalagentur. Instrumente und Methoden. Der Xlibris-Ansatz erfordert die Nutzung vieler verschiedener Instrumente und Methoden, wie beispielsweise Lego Series Play, Business Model Canvas, Crowdfunding und Xlibris Matrix. Diese Instrumente sollen dabei helfen, dass Bibliothekare und Bibliotheksnutzer ihre Ideen, Bedürfnisse und Wünsche sowie ihre Vorlieben und Abneigungen definieren können, Ressourcen, Möglichkeiten und Einschränkungen definieren können, Input von Kollegen erhalten und gemeinsam Dienstleistungen entwerfen. Der Rahmen. In diesem Kurs werden die Phasen des Codesigns von Bibliotheksdienstleistungen vorgestellt, die Instrumente und Methoden präsentiert, die in den einzelnen Phasen verwendet werden, und es wird erklärt, wie die einzelnen Instrumente und Methoden angewendet werden. Die Phasen des Codesigns von Bibliotheksdienstleistungen. Das Codesign von Bibliotheksdienstleistungen durch den Xlibris-Ansatz beinhaltet die folgenden Phasen: Vorbereitung, Teambuilding, Definieren und Designen, Details herausarbeiten, Input erhalten, Feinabstimmung und Abschluss. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission mittels der türkischen Nationalagentur finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. Die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.